Wir waren gerade hier bei einer Art Chorleiter-Brunch in der Diözese hier. Es war mega interessant. Die Leute hier können halt einfach aufstehen und singen und es klingt wunderbar. Und sie haben gesagt, dass die Kenianer mit dem ganzen Körper singen und dadurch klingt es einfach wahnsinnig gut und alle sind im gleichen Takt. Das war richtig beeindruckend. Das war das erste Mal, dass hier sich alle Chorleiter getroffen haben. Und wir haben ihnen so ein bisschen aus Deutschland erzählt und sie haben uns von ihnen erzählt. Wir haben festgestellt, wir alle haben die gleichen Probleme. Zu wenig Männer in den Chören und zu viele alte Menschen und zu wenig junge Menschen. Also, dass sich das nicht gut mischen lässt irgendwie. Und wir hoffen, dass die Chöre hier was mitgenommen haben. Wir haben auf jeden Fall richtig viel mitgenommen. Ich hatte eben noch die Chance, mit einer der Chorleiterinnen zu reden. Sie war wahnsinnig begeistert davon, was wir so machen. Sie hat eben erzählt, was sie so für Probleme hat in ihrem Chor. Das ist ein reiner Frauenchor. Sie würden wahnsinnig gerne Männer haben, aber sie haben einfach keine, die da mitsingen. Sie koordiniert 3 Chöre, hat 36 Sänger da drin. Aber die haben halt auch das Problem, dass sie teilweise von richtig weit wegkommen und dann schaffen sie es nicht zur Probe. Also es sind richtig krasse Herausforderungen, die Leute hier zu meistern haben. Aber sie haben so viel Spaß am Singen, dass es halt einfach egal ist. Und das finde ich einfach mega toll und es ist super spannend hier.